Wir haben von The Language of Power mal geredet vor kurzem. Also, The Language of Power würde ich verstehen, also eine bestimmte Wortwahl. Und also damals haben wir auch gesagt, irgendwie, oder vielleicht hast du gesagt, Language is Power. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass also es ist wirklich eine bestimmte Wortwahl, bestimmte Gestik, bestimmte Mimik und so. Körpersprache, ja, Zeichen. Ja, aber denk doch nur mal, ein Mensch, der jetzt ein begrenztes Vokabular hat, der hat ja mit seiner Sprache keine Macht, sondern man schaut ihn ja von oben herab, schaut man auf ihn. Ne? Wenn jetzt aber einer ein hohes Niveau der Sprache, ein hohes Können der Sprache hat, dann schaut man nicht mehr auf ihn runter. Und dann spielt das mit einmal keine Rolle mehr, wo er herkommt. Und ich finde, warum ich das sage, Sprache ist Macht und nicht die Sprache der Macht. Søren Kierkegaard, ein dänischer Autor, hat das mal sehr gut geschrieben. Der hat geschrieben, sprich mit den Bauern in der Sprache der Bauern und sprich mit den Gelehrten auf Latein. Und darum meine ich, Sprache ist Macht. Denn wenn jetzt einer, der Sprache so weit mächtig ist, um sich verständlich zu machen, also eben, ich will jetzt keine Bewertung reinlegen, aber nur als Beispiel, ich glaube, das verstehen alle. Wenn ein Bauer kommt und der gibt dir irgendeinen Befehl und sagt dir irgendwas, so wird gemacht, so wird gemacht, da wird kaum einer zuhören. Jetzt kommt aber ein General und da hören alle zu. Darum meine ich, Sprache ist Macht, ne? Weil der eine kann es ausdrücken, der andere nicht. Das meine ich mit, dass Sprache Macht ist. Verstehe. Also gut, also natürlich, da wollte ich eine andere Frage so dazwischen stellen. Aber du hast, also ja, du hast es irgendwie gekillt, ne? Weil ich wollte ja. Sprachenmörder. Ich wollte sagen, okay, also wenn du sagst dann, Sprache ist Macht, aber was ist mit zum Beispiel Donald Trump, ne? Er redet ziemlich einfach und erreicht ganz viele Leute. Aber du hast es auch selbst gesagt. Sprache ist Markt aus dem Hinsicht, dass er diese Leute mit er spricht die Sprache Leute der Bauern. Er spricht die Sprache der Bauern. Das ist ja seine Macht. So, und da ist er geschult, weil er hat die Macht. Also Sprache. Die Macht ist dann ja vielleicht dann diese Zanz zwischen, also zu wissen, wann man wie spricht. Ja, genau. Und in dem Fall das Kapitol zu stürmen, seine Macht, er ist der Sprache sehr gut mächtig und er spricht die Sprache der Bauern. Und dann holt er auch alle Bauern ran. Und so die ist es ja passiert. Stimme. Die haben die gleiche Stimme. Ja, also natürlich. Ich habe eine Stimme, die haben eine Stimme. Ja, ja, eben. Zum Beispiel, ne? Also ich bin auch mal Bauer. Also. Der hätte aber nie die akademisch Ausgebildeten damit locken können, weil die hätten da ausgelacht. Ja, ne? Genau. Das meine ich mit Sprache ist Macht. Okay. Ne? Oder man könnte das vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln. Richtig angewandt ist die Sprache Macht.